What up, Boys? Das wird immer lächerlicher. heute mal mit Gunfire Reborn. Das Spiel ist, glaube ich, relativ neu, wenn ich mich nicht irre. Und ist nur in der Early Access. Das ist. Joa, so eine kleine Abmische aus. Boah, wie könnte man das denn beschreiben? Borderlands bisschen. Zumindest vom Waffensystem her, von eventuell vom Skillsystem bisschen her. Nur dass die Skills halt für die Runde nur bleiben. Also wenn man tot ist, sind die weg. Es sind Roguelike. Man hat Bosse, man hat Fähigkeiten, die man auch dann nach den Runden skillen kann, die dann permanent sind. Und ja, ich habe am besten ist, glaube ich, einfach mal zocken. Davon lernt man am besten. Ja, lange Quatsch bringt nichts. Man hat eine Starterwaffe mit unendlich viel Muni, sieht man unten rechts auch. Und ich habe schon geskillt, dass ich das hier öffnen kann. Deshalb machen wir das auch, weil hier kriege ich. Darf ich ein Item auswählen? Beziehungsweise eine Waffe. Concealed Ammo, Star Devourer, Lightning Blast, habe ich eben das hier mit. Das sind alles unterschiedliche Waffen. Hier sehen wir zum Beispiel Lightning Damage, Lightning Damage. Und der hier jetzt hat gar keinen. Gar kein Elementarschaden, obwohl wenn ich so schaue, Critics. Habe ich ihm doch das hier mit. Weil da mehr Crit-Schaden-Modifier drauf ist. Und hier durch dieses Portal kommt man immer in die nächste Ebene. Hier sieht man die Ebenen, am Ende kommt der Boss. So, am Anfang ist es noch relativ einfach, deshalb kann man hier ziemlich gut durchrennen. Haben wir so ganz einfache Gegner. Man hat auf. Ich glaube, normalerweise ist das auf F. Ich habe jetzt auf Maus 4 gebindet. Eine Fähigkeit. Was auf Cooldown ist. Aber es gibt nicht sowas wie Mana. Also links sieht man meinen Charakter, daneben direkt oben Schild und unten Leben. So ganz normal, wie man davon auch von Borderlands kennt. Leben generiert man hier nicht so von sich aus. Ich weiß, wie das später mit Skills ist. So, das war jetzt Fähigkeit. Vielleicht generiert man auch später Leben neu. Soweit bin ich auf jeden Fall noch nicht. Das sind einfach geschlossene Türen, da kann man auch nicht durch. Und dann ab nach oben. Sonst bin ich einfach, ist glaube ich aber ein bisschen zu leise. Auf 8 eventuell oder 10, glaube ich eher sogar. Alles, glaube ich, ist glaube ich, ein bisschen besser. So. Ja, das sind noch die ganzen einfachen Gegner. Kopfschüsse machen mehr Schaden. Und dann je nach Waffe hat man auch schon etwas anderes Gameplay auf jeden Fall. Das sind Vasen, die kann man zerstören, wie man das kennt. Da kommt zum Beispiel eine Granate raus. Das ist auf Maus 5 bei mir, da kommt dann, ist glaube ich normalerweise auf Q oder E. Da kommt so eine Granatenbahn, da kann man die Granate werfen, die macht dann AOE-Schaden. Ist glaube ich standardmäßig auf jeden Fall auf Gift. Hier kann man wieder auf Tab gehen, sieht dann seine Waffen, seinen temporären Skillbaum, was auf Elementschaden, auf diese Smoke-Granate, was ich gerade gezeigt habe, geht und dann diesen Orb, quasi das hier. Dazu, die Waffe, die wir jetzt haben, muss nicht nachgeladen werden, muss aber so ähnlich wie aufgeladen werden. Wenn man jetzt unten links, unten rechts darauf achtet, wenn ich schieße. Ah, das hier ist ein bisschen stärkere Gegner. Ah, ist auch nicht so viel stärker. Genau, man muss einfach ein bisschen warten, dann ist die Waffe wieder relativ voll. Das war die Ulti, das sind Nahkampfgegner. Die halten natürlich meistens ein bisschen mehr aus. Und hier ist noch eine andere Waffe, Frenzy Shard. Das sollte der Granatwerfer sein. Ja. Ja, ist ganz okay auf jeden Fall. Kann man mitnehmen. So, das kriegt man immer am Ende von der Ebene. Ich weiß, ob man jetzt die Map irgendwie hier zeigen kann oder so. Ne, ich glaube nicht. Ja, und hier am Ende kriegt man Scrolls. Die droppen meistens von Elite-Gegnern oder so. Ich glaube auch zufällig, wenn ich mich nicht irre. So, kann man ja das hier aufmachen. Kriegt meistens ein bisschen Muni. Das sieht man gerade nicht am Muni. Granaten und so, die werden natürlich direkt aufgefüllt. Zwar nicht auf voll, aber. Ja, ein bisschen kriegt man auf jeden Fall zurück. So, hier haben wir jetzt drei unterschiedliche Skills. Einmal Power Source, dass unser, sag mal jetzt Ulti, unsere Fähigkeit, eine Aufladung mehr hat. Elementarschaden, dass die Leute, die von meinem Elementar-Damage, von meinem Elementareffekt betroffen sind, 30% mehr Schaden bekommen. Kann ganz gut sein. Oder, dass man nach einem Energy Orb einen schnelleren Schild auflade. Dass unser Schild schneller auflädt.
Ich nehme jetzt erstmal Energy Orb Charges. Und ja, jetzt können wir dann weiter. Next Stage, hier sind wir hier. Stage 2. Können wir die andere Waffe ausprobieren? Also ein bisschen. Naja, für so ein Spiel finde ich das immer ein bisschen nervig, solche Waffen zu benutzen. Aber je nach Gegner kann das trotzdem Sinn machen. Weil es kommen später noch Gegner natürlich mit dem richtigen Schild. So, hier haben wir jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Oh, ja, ich mag die Waffe. Das ist Angelic Aura, das ist eine Burst-Waffe. Das ist ein 5er Burst, I guess. Ja, 5er Burst. Und das Besondere an der Waffe ist, man sieht ja unten rechts, man kann mit B umschalten, Semi-Auto. Also wenn man gedrückt hält, schießt er nur einen Burst ab. Oder man stellt auf Auto und der ballert dann die ganzen Bursts durch. Das ist eine kaputte Wand, da kann man drauf schießen. Wenn man die Fähigkeit dafür freigeschaltet hat, da kann man da rein. Und das ist so eine Art. Boah, ist ähnlich so Slay the Spire. Da gibt es ja auch diese Zwischenräume, wo. Also diese Fragezeichenräume. Hatte ich auch schon auf dem Kanal gezeigt. Hier kann man dann unterschiedliche Sachen. Okay, jetzt kann man zum Beispiel Offer Your Life. Den verkriegt man für 45% HP Loss, 24, 20 Maximum HP, was nicht so schlecht ist. Oder Schild. Also ich wäre für Schild, weil Schild lädt sich ja mein auf. Ja. Das hatte ich noch nicht, zumindest bisher gehabt. Und hier kann man dann mit F da reingehen. Man kann aber auch jederzeit hier raus, dann ist du an derselben Stelle. Oder man macht hier die Ebene durch und ist dann auch wieder auf derselben Stelle, nur mit einer Belohnung. Dann ist es ein ganz einfacher, ja, Parcours kann man das vielleicht nennen. Oh, moin. Hoch. Man kann auch hier natürlich noch dashen. Sonst kann man ja sehr. Ui. Kann man sehr gut gestunlockt. Da wurde ich einmal getroffen. Macht 30 Schaden. Aber man kann aber davon mehrmals getroffen werden. So, Final Judgment. Weapon attacks instantly kill normal enemies with less than 15 HP. Remaining or boss with less than 8 HP remaining. Das klingt verdammt gut. Muss weniger schießen. Ist ein indirekter Schadensupgrade, dann würde ich sagen. So, weiter. Kann man die Granate auch zeigen. Zack. Da, mal ein bisschen Dodge-Schaden. Oder hier. Und verlangsamt die Gegner, soweit ich das weiß. Die Ulti sollte man eigentlich auf Cooldown spielen. Weil das echt keinen Nachteil hat. Außer man weiß gleich, ob ein Bossfight. Dann ist das was anderes. Ah, da sieht man das auch jetzt. Wieder. Ta Boah, ist das 1 Million Schaden am Ende nochmal? Hauptsache, der wird gefinished. So. Man kann auch mittendrin aufmachen und da reingehen. Ja, ist auch gar nicht mal so verkehrt, wenn man schwere Elite-Räume hat. Dass man da mal ein bisschen. Ja, ein bisschen earlier da. Das öffnet und. Ja, im Zweifel, wenn man halt Low AP ist oder kein Schild mehr hat, da mal kurz sich zurückzieht. Weil manche Elite-Räume sind echt nervig, vor allem mit den Longbow-Man. Oh shit. So. Wie ihr seht, unser Ulti stunt die Gegner auch. Ich meine, für 2 Sekunden. Das kann man dann später upgraden. Boah, da gibt es aber auch so viele Upgrades. Also, man kann entweder auf Dauer gehen. Oh, ne, die kleinen Beatles. Man kann wieder auf Dauer gehen. Man kann aber auch ganz cool auf Schaden gehen, dass das auch aber dafür nicht mehr anhält. Ist dann natürlich super gut für Gegner zwischendurch. Da ist schon wieder ein. Aber umso nerviger dann bei Bossen, weil man. Bei dem ersten Boss ist es echt sehr angenehm, wenn man den staggern kann. The first shot from a magazine deals plus 50 damage. Das ist nicht schlecht. Wir haben bisher aber auch nur Sachen, die nur Positives haben. Es gibt auch Sachen, die paar Legendäre, die mir jetzt in den Kopf kommen, die dann auch Nachteile haben. Aber die werde ich jetzt nicht mal nicht spoilern. Sondern einfach erstmal weitermachen. Da, zum Beispiel, da steht das sofort. Energy Orbs freeze enemy for 2 additional seconds. Sehr gut, sehr, sehr stark bei Bossen. Oder Smoke Grenade Capacity, ja, ich bin nicht so der Fan von Smoke Grenades, die haben wir auch noch nicht gepimpt. 30% Damage against Enemy under Elemental Effect, finde ich beides nicht so. Ich bin auch generell mehr jemand, der sein Ulti lieber verbessert. Waren wir da hinten schon? Oder habe ich das übersehen? Ne, da war ich noch nicht. Aha. Da gehen wir auch noch hin. Gut, dass ich das doch gerade noch gesehen habe. So. Zack. Weil das hier gibt jedes Mal. Ja, quasi Artefakte. Die heißen ja, glaube ich, ein bisschen anders. So.
In dem Spiel sollte man auch hauptsächlich auf Headshots gehen. Die sind eh nicht so unbedingt schwer. Und zudem machen die auf jeden Fall ordentlich mehr Schaden. Speedy plus 50, Lucky Shot Chance, 2 seconds after Dash. Ja, ist auch nicht verkehrt. Bei Bossfights kann man das sehr gut benutzen, vor allem bei dem ersten Boss, weil man da sehr oft dashen muss. Der Lucky Shot ist ein. Ja, ist ein Crit quasi mit dem höheren Modifier. Und eine Menge Schadenspotenzial. Nächste Ebene, Longling Tom. Longling. So, hopp. Ja, jetzt kommen ziemlich viele kleine. Ich habe auch nicht so viel gespielt. Ich bin jetzt auch nur Level. Weg da. Bin auch nur Level 19. Man levelt hier, das werden wir noch ganz am Ende sehen. Wenn man einmal stirbt, kann man dann am Ende einstellen. Ja, am Ende dann sich entscheiden, was man skillen will. Und jeder Skillpunkt, den man dann in die Sachen steckt, ist ein Level. Was das an dem Spiel sehr, sehr mag, ist der. Oh, shit. Ich sag mal, der Grafikstil. Und das Gameplay ist echt gut. Also, das ist noch ein bisschen. Na, fühlt sich manchmal ein bisschen hakeliger an, finde ich so. Aber solche Fights zum Beispiel, so 1v1-Fights, sind sehr gut. Aber wenn da so. Wie heißt das? Wenn da so kleine Nahkampfgegner kommen, die da zum Beispiel so strugglen hochzuspringen und nicht so irgendwie rankommen und dann mit einem Salto hochspringen oder so, dann. Das fällt halt schon auf im Game. Das ist jetzt ein Craftsman. Damit kann man. Bei ihm kann man die Waffen verbessern. Oder reforgen. Das habe ich. Ich habe noch keine Jiminy-Waffe leider gefunden. Noch gar nicht. Von daher kann ich jetzt nicht genau sagen, was das bringen wird. Angelic Aura würde ich auf jeden Fall pushen. Weil die Waffe hat eine enorme Schadenausteilung. Und wir haben ja noch Projectors plus 0,2. 50% Damage against Enemies in Burning-Effekt. Das kann man dann später nochmal. Da kann man ein bisschen spezifischer drauf gehen. Dass wir vielleicht noch eine Burn-Waffe haben. Jetzt, weil das hat keinen Burn, ne? Ne, das hat keinen Burn. Dass man da ein bisschen mehr drauf geht, vielleicht. Ja, man sieht aber schon. Also die Waffe ist auch nicht schlecht. So. Aber ich mag es nicht. In solchen schnellen Shootern. Ist genau wie mit Borderlands. Da mag ich auch nicht so Waffen zu spielen, wo man erstmal die Flugbahn berechnen muss. Zumindest aus dem GIF. Oh ja, okay. Für so weit ist das wieder gut. Oh, da kommt noch mehr. Ah, komm. Ja, gut. Okay. Für gerade war das doch schon recht stark. Man hat immer noch AOE-Potenzial. Kann man auch aufmachen. Alles bei dem wäre erstmal das hier mit. Kommt schon was Gutes. Da sieht man jetzt Smoke-Granate. Da waren noch Munitionsteile. Noch eine Granate. Oh ja. Zwei mehr Charges. Da bin ich dabei, weil Level 3 ist immer. Also Level 1 und 2 Skelette immer relativ ähnlich. Und Level 3 ist dann quasi diese. Diese Next-Level-Shit, wo man nochmal richtig nochmal Schmackes drauf bekommt auf die. Auf die Fähigkeit. Bzw. auf den Fähigkeitsbaum dann eher. Oh ja. Das ist ein Auto-Shotgun. Das ist ein sehr guter Auto-Shotgun. Schießt auch immer schneller. Immer schneller? Ja, also, wird auf jeden Fall schneller. So ein Drum-Mag-Teil. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen, weil das hat auch plus 2 im Gegensatz zu der Waffe, die hier plus 1 hat. Und zudem. Erst hier 5% Damage against Burning. Ah, guck mal, auch gegen Burning ist das natürlich ein bisschen blöd, weil eine von den Waffen müssen wir später gegen eine Flammenwaffe tauschen. Ah, vielleicht finden wir auch dieselbe Waffe mit Flammen. Also, wie ich feststellen konnte bisher, es gibt Waffen, die. Zum Beispiel gegen den ist das ziemlich gut. Kann man. So. Ups. Muss er nachgeladen werden? Oh, das ist nicht gut da. Mein Gott, bewegt es viel. So. Ich habe ja einige Aufladungen. Sollte ich eigentlich auch mal nutzen. Aber dementsprechend ist natürlich dann auch der. Ja, der Cooldown theoretisch gesehen, glaube ich, länger, oder? Muss alles einzeln nochmal laden. Können wir schon mal aufmachen von den Artefakten. Auf jeden Fall ist das nicht Artefakt hier. Es kennt. Ne. Scrolls sind das, ja. Na gut, sieht ja auch aus wie eine Rolle. Der Skill will have 3 Charges. Oioioi, das ist sehr gut für den ersten Bossfight. Sehr, sehr gut sogar. Wir sind aber immer noch 50 von 90, das heißt, wir haben noch gar keine Heilung gefunden. Und das ist problematisch. Aber gleich vor dem Bossfight werden es auf jeden Fall zwei Shops geben.
Das werden wir uns dann mal angucken. Einmal der die Waffen verbessert und einmal so ein richtiger Shop, wo man Waffen. Das ist der nervige Boss da hinten. Ja, der Elite würde ich sagen. Macht auf jeden Fall sehr viel Schaden und hat Homing-Schüsse. Den würde ich einmal einfrieren. Und dann ist ja auch kein Problem mehr. 50% Damage when dealt when Heroes in the Air. Oh. Dann müssen wir ein bisschen mehr springen. Ich sehe komplett Minecraft Crit Modifier. So, den muss man in dem richtigen Zeitpunkt am besten einfrieren. Na, na, ah, da ist Kermit schon. Oh, das ist auch eine sehr coole Waffe. Prism 2. Prism plus 2. Aber die brauche ich jetzt nicht. Das kann ich mal eben zeigen. Man kann die Waffen eh wieder aufblicken. Das ist einfach ein Dagger. Man sieht ja rechts, hat nur einen Schuss. Das heißt, die wirft man sehr viel und die prallt auch ab. Macht auch Poison-Schaden von sich aus, glaube ich. Ja, Corrosion Damage. So, das kann man aufmachen. Und hier dieser Shop in Anführungszeichen. Upgrade a normal inscription for. Oh. Das wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Dass man da noch ein Inscription dazu hinzufügen kann. Ja. Ich glaube, bei der Waffe, die wollen wir ja behalten. Zack, was hat der jetzt drauf bekommen? 50 Chance for the. Film Magazine Instant when killing an enemy. Das ist natürlich. Oh, das ist geil. Das ist nice. Hier ist der Paddler. Ich nenne den Kermit, weil er irgendwie. Ja, ein Frosch. Ne, ich sehe den Kermit. Hoffe, wir haben jetzt ein bisschen Leben dazu bekommen. Ich glaube, ich gehe dann erstmal durch ein Portal. Schau mal. Weil ich würde lieber erstmal ein bisschen Geld behalten, dass wir die Waffe vielleicht auf plus 4 pushen können für den Bossfight. Was optimal wäre. Die Ebene geht doch noch ein bisschen. Nein! Aber ich habe ja drei Dashes, ich habe das nicht vergessen. Jetzt werde ich aber warten, jetzt habe ich zu viel Schaden bekommen. Und das war mein Handy. Opa! Erstmal. Ach, ist egal. Mach ich später mal. So. Rüber, 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 rüber. Oh, oh. Easy. Easy. Hawkeye Sight. 200% Crit, however. 50% Damage. Weapon damage when not hitting the weakness. Weapon that have scopes gain 2x zoom. Das ist geil, wenn man auf Kopfschüsse geht. Und da ich das mache, werde ich das jetzt mitnehmen. Weil vor allem bei dem Boss. Jetzt. Oh. What? Das ist natürlich jetzt geil, der Sniper. Eieiei. Mit Lucky Shot Chance 20% when loading an empty magazine reload speed. Sehr. Mit Scope. Er macht halt Flammschaden. Ja, nehmen wir mal mit. Boah, ja, aufgeladen ist schon geil. Ah, da sind die Homing-Schüsse. So, gleich werden mehr spawnen, aber ich werde jetzt mal versuchen, das wegzusnipen, was ich auf die Schnelle noch schaffe. So. Da sollten gleich Gegner kommen. Ja. Oh Mann. Oh, okay. Jetzt gehe ich ein bisschen mehr zurück. Guter Freeze. Komm schon. Oh, da sind die Homing-Schüsse. Oh, die sind echt mein Nemesis. Ach, komm her. Zack. Oh nein, oh nein. Gar nicht gut. So. Was? Wir haben zum Glück kein richtiges Leben verloren, sondern nur ein bisschen. Bisschen Schild und das lädt sich hier eh wieder auf. Ist dann ganz locker. Hier oben diese Soul Essenzen, die brauchen wir dann später zum Skillen. Die Skills kosten unterschiedlich viel, je nachdem, wie weit man ist oder wie weit unten die in dem Skillbaum sind oder. Oh, da ist das. Ganz. Einfach nur Standard. So, da jetzt rechts. Energy Orb Damage plus 200%, but no longer freeze enemies. Saugeil, wenn man einfach nur Sachen one-hitten will, vor allem wenn man drei Aufladungen hat wie wir. Da kann man wirklich durchrennen, teilweise nach blip, blip, blip. Aber wir haben ja ein Skill, was uns 2 Sekunden mehr Cooldown gibt. Das heißt, wir nehmen das hier, das sehr geil ist. Du hast also eine 50%ige Chance, dass die After Aftershock
dass die Ulti zweimal passiert, wenn man getroffen hat. 30% das dreimal passiert und 10% das viermal passiert. Ohne Nachteile. Perfekt. Jetzt kommt der Boss und davor kommen jetzt die zwei Boys. So, wir haben 300. Ich glaube, die Waffe, ja, die kostet leider 400 abzugraden. Wir können jetzt hier rein theoretisch eine. Oh, die ist geil. Au. Will ich vielleicht die ersetzen? Das ist eine super, super, super Pistole mit Flammenschaden. Kostet 300. Mir wird eins fehlen, um mein Geld, mein Leben aufzufüllen. Ich glaube, ich nehme das mit. Ich mag die Waffe sehr. Weil die explodiert auch. Die erinnert mich irgendwie an Borderlands. Kann mich nicht mehr daran erinnern, wie die Waffe heißt. War so eine Borderlands 2 OP-Waffe. Hast du vom The Bunker bekommen. War so ein Revolver, der Explosivschüsse hatte. Aber wie man jetzt sieht. Ja, muss bei dem Boss, wie gesagt, gut ausweichen können. Ja, der kassiert jetzt schon gut. So. Ja, die Waffe ist leider, glaube ich, ein bisschen ungenauer. Man kann einfach hinter dem Pillar bleiben. Die können auch gut ein paar Schüsse tanken. Da muss man wieder gut getimt ausweichen. Was gut ist, wir haben E3 Aufladung, das heißt, der Boss sollte jetzt eigentlich kein großes Problem werden. Man kann immer noch auf den Boss schießen, damit der die. Mein Gott. So. Oh shit. Oh fuck, 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 weg da. Ja, das trifft hier nicht. Vielleicht ist der Pillar kaputt. Dann. Jawohl. Erstmal schön drüber springen. Ich kenne leider den Boss von der zweiten Ebene jetzt noch nicht. Man muss aber dazu sagen, dass das Spiel zu zweit um einiges schwerer ist als alleine. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das Spiel komisch skaliert oder so. Oh. Das ist nicht gut. Warum bin ich auf der Waffe? So, und dann ist der Boss weg. Wir haben natürlich noch das Item gehabt, was uns dann die Chance gibt, den Boss zu one-hitten. Wenn er unter 6% fällt. Das ist auch eine coole Waffe. Das kann ich mal sagen, das erinnert mich ein bisschen an Dead Space. Ich schieße dann so eine Linie. Die Cavalry. Das ist eine relativ langweilige Burst-Waffe. Erstmal kann ich hier das Ganze mal einsammeln. Munition. Dual Edge. Gain 1% Damage dealt and 0.2 Damage taken for each enemy you kill. Nicht schlecht. Aber man muss halt so denken, so man wird auf jeden Fall gut Schaden anrichten so. Wir haben jetzt kein Problem mit Schaden. Man kann das mitnehmen und später droppen, ne? Aber das ist halt 0,2, das geht sehr schnell hoch. Die ganzen kleinen Viecher zum Beispiel, die werden sehr eklig hochskalieren. Aber kann man machen. So, jetzt zuletzt. Oh, 5 Charges. Eieiei. Alles schon, das ist jetzt sehr gut. Soweit kam ich noch nie. Zumindest mit dem, dass ich ein Skill dreimal bekommen habe. Ja gut, ne, 6 Aufladungen. Also sind ja 5 zusätzliche. Ja, ist eine Menge, du. Hier kann man sein Leben auffüllen. Und Game Progress saven. Ich glaube, man kann jetzt, wenn man gesaved hat, auch mal kurz weggehen und so. So, jetzt sind wir in der neuen Ebene. Jetzt gibt es auch schon neue Gegner natürlich so. Aber wir sollten noch relativ gut. Oh ja, jetzt merken wir schon. Ja, der Schaden, der ist jetzt nicht mehr so krass. Ah ne, der, ah, ne, er hält einfach nur viel aus, stimmt. Das ist ein blauer Gegner. Das ist, glaube ich, der. Das ist ein ganz normaler Raketenwerfer. Das sind leider nicht der Bone Dragon. Das ist der Tiger Cannon. Macht kompletten Feuerschaden. Eine gute Explosionswaffe.
Aber bin kein Fan von kleinen Magazinen in dem Spiel. Auch zum Beispiel auch der Fähre ist schon. Oh mein Gott. Oh, das sind die Nerven von der eben. Oh, die haben auch nämlich. Oh, die halten so viel aus. Holy shit. Und haben Flammenwerfer. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall viel mehr unsere Fähigkeit benutzen. Weil es uns halt natürlich so Free Kills gibt, ne? Und wir haben eh viele. Oh, was ist das denn für einer? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall tot. Das einzige Gute bei denen ist, man kann es jetzt ziemlich frech hinstellen, wie das hier. Das sollte mich eigentlich nicht treffen können, genau. Außer der dahinter natürlich, der hittet natürlich wieder absolut rein. Hallo? Hey! Hä? Was hat denn für einer? So, weg ist er. Jetzt würde ich auch noch einen Craftsman, sehr, sehr gut. Ich würde die Waffe gerne verbessern. Wir haben das ganze Geld ausgegeben gehabt. So. Was ist hier? Eine. Ach, das sind die Türen von der Ebene, stimmt. Ein bisschen Muni mitnehmen. Und weiter geht's. Aber bis jetzt ist es schon echt ein guter Run. Oh ja. Oh ja, mit der Waffe, die Headshots, die schmecken richtig. Eieiei. Ah! Oh! Ja, das kann eben sehr schnell passieren. Bei den Elite-Gegnern, dass man auf einmal kein Leben mehr hat. Wo ist der andere jetzt hin? Habe ich ihn noch bekommen? Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass die Waffe immer noch Flammschaden macht und wahrscheinlich ein bisschen auch runterdotten kann. Uff. Okay, ich habe gedacht, das ist ein. Oh shit, boy! So. Ah, ich muss schon mich ein bisschen mehr. Oh, jo, ja, okay. Das ist. Der teleportiert sich halt gern auch mal. So, das Gute ist, die können ja one-hitten. Den müssen wir auf jeden Fall einfrieren einmal. Na, Headshots, Headshots, danke. So. Oh shit. Boah, das war ein nicer Shot. Huh. Nicht bewegen. Noch. Ja, genau, da kannst du stehen bleiben. Oh, sch. So. Das war jetzt wieder eine Mehrfachexplosion. Ich hoffe, man hört das auch in der Aufnahme ganz gut. Ist relativ leise, wenn wir entfernt sind. Man hat immer so klang, klang. Dann trifft man den. Ja, mal so langsam brauchen wir aber echt mal Leben. Da ist eine Box auf jeden Fall. Da ist schon mal. Oh, der ist gestorben. Jetzt wahrscheinlich aber. Da ist schon wieder so einer. Ich glaube, hier war ja wäre ein Sniper sogar echt nicht verkehrt. Da kommen schon wieder die ganzen Homing-Schüsse. Ja, ich bleib erstmal bei der Waffe, mit der mache ich nämlich auch Schaden, wenn ich Kopfschüsse treffe. Und der andere hat ja nochmal ein bisschen Rückstoß. So, wo ist jetzt der. Da. Na! Na! Die Hitbox. Genial. Ah, komm. So, weg damit. Kam, was der da anstellt. Oh, das war ein Headshot. Eieiei. Ganz wilde Sachen passieren hier wieder mal. Wir werden jetzt erstmal die Box hier öffnen. Hey, der lebt noch. Hallo? Wie bewegt er sich? Irgendwas. Ja, okay. Ja, für 290 hätten wir jetzt natürlich einen Scroll bekommen. Also wieder ein Artfuck quasi und eine random Waffe. Ich glaube, ich nehme erstmal einen Scroll. 10% Damage for each cursed scroll you own. Ja, wir haben noch keine. Von daher. Oh, da kommen noch Gegner. Oh nee. Warum kommen noch Gegner? Hoch. Oh, nicht der schon wieder. Ja, bei dem müssen wir schon das hier rausholen. Ja, noch ein bisschen mehr Bälle, noch ein bisschen mehr Köppis. Kann man noch besser. Ja, mit den mehr Aufladungen ist es halt auf jeden Fall schon angenehmer. So, gehen wir erstmal lieber aus dem Weg von diesen Homing-Schüssen. Weg damit. Da ist noch eine Sniper, die ich noch nicht kenne, glaube ich. So. Eigentlich
Eigentlich kommen wir mit den Waffen relativ gut klar. Gut, der ist jetzt hier ein bisschen, natürlich fast plus 2 ein bisschen zurückgeblieben. Ah, das ist der Woodpecker. Den habe ich tatsächlich noch nicht so wirklich probiert. Aber den probiere ich nochmal. Er hat dann einen Scope. Mit Scope-Waffen, die zoomen jetzt auch mehr rein. Das ist so eine Armbrust. Na gut, sieht ja auch aus wie eine Armbrust. Da waren wir schon, das ist die Waffe. Ich guck gerade, ob irgendwo Bands rausfallen, dass man sich heilen könnte. After casting Energy Orb, 300% Weapon Damage. Das ist geil. Saugeil. 300%, solange die in unserem Orb stecken. Wenn wir einmal einen Orb gefeuert haben, ist der erste Schuss 300% mehr Schaden und die ganzen Gegner in seiner Nähe kriegen auch nochmal 50% von dem Schaden ab. Ich weiß, ob das. Ich glaube, es geht um den Grundschaden. Davon kriegen wir den 50% ab. Jetzt nicht von dem 300 und davon nochmal den 50. Aber ist trotzdem sehr stark. Jetzt ein bisschen vorsichtig rantasten, weil die Map kenne ich noch nicht, glaube ich. Okay, da ist irgendwas Neues. Holy shit. Okay, kommen auf jeden Fall neue Sachen. Ist das ein kleiner Miniboss-Fight oder so? Ich sehe dich. Hä? Bro. Du bist nicht unsichtbar. Zack. Eine gute bin ich Quickscape. Quickscape, man kennt's. Man muss aber mit der Waffe auch wirklich zielen, sonst wird's nicht geil. Und wenn die. Oh Mann. Oh, wie der rumspringt. Oh ja. Schon besser. Ein Plus-Vierer. Der auch mal Schaden. Ich will nicht weiter vorpushen, ist das Problem. Mein Gott. So. Ja, dritter Wave kommt nämlich schon an. Oh, was ist das denn? Da war so ein Minigun da. Holy shit. Da hinten ist noch was. Oh, ich hab was gesehen. Portale geöffnet. Komm schon. Ja, ist halt ziemlich geil, das, was wir gerade bekommen haben mit dem Sniper-Skill. Doch mal, Dankeschön. Oh, Leute, kommt noch eine vierte Welle. Ah! Weg hier. Da hinten. Der schießt schon, ey. Oh, ne. Der teleportiert. Wichser. Oh, ne. Was ist das? Ja, in dem Late Game ist auf jeden Fall, also ohne, also man kommt ja so schon schwerer durch ohne Headshots, aber man braucht auf jeden Fall Headshots in dem Spiel. Kann man sagen, was man will. Deshalb ist auch die Fähigkeit ziemlich geil, dass dann mehr Headshot-Schaden macht. So. Last Wave, okay. Problem ist, wir müssen. Oh, da ist Heilung. Nein, Ammo wird jetzt knapp, ne? So viel Sniper-Ammo. Das muss auf jeden Fall weg. Ich kann die ganzen Kleinen schon mal eliminieren. Oh, Scheiße, kommen da viele. Von denen. Okay, einer weg. Was ist das denn? Ah, Waffenwechsel. Oh, das ist nicht gut. Ist auf gar keinen Fall gut. Oh, er kann chargen. Oioioi, Big Boy. Brauche einmal den Skill hier. Wo ist sein Kopf? Wo ist seine Schwachstelle? Da. Mann, Mann, Mann. Danke. Oh, das ist Special Ammo, glaube ich. Ja. Können wir jetzt hier finishen. Und hier sollte man auf jeden Fall eben mal einen Blick auf seinen, auf sein Leben werfen. Der ist weg. Der ist weg.
Wohin rennt der schon wieder? Mann! Oh, ich muss da ran. Da, jetzt macht der was. Oh, ich muss da. Ah, ich habe kein Muni mehr. Noch besser. So. Aura Venom plus 4 ist natürlich saugeil. Aber ich glaube, ich würde jetzt gerne mal einen Sniper behalten, endlich. Ja gut, 400. Was habe ich jetzt noch zusammenbekommen hier? Legt ihr noch was drum? Das sieht nicht so nice aus. Da ist nochmal Kölmit. Ah, wir haben aber noch, noch eine versteckte. Ne, hier, okay. Wir nehmen ja erstmal alles mit. Just in case, falls wir doch sterben sollten da. Also ich habe ja auf jeden Fall schon mal eine Jump-and-Run-Ebene gehabt. So, wir haben jetzt auf jeden Fall über 400. Sehr gut. Oh ja. Noch mehr Schaden damit. Ja, man kann sich spezialisieren, endlich. So. Ich weiß gar nicht, gibt es. Blade Aftershock. Ja, nice. So, Enter the World. Ist das ein Jump'n'Run wieder? Könnte sein. Das hier kenne ich. Ach, okay, das ist sowas wieder. Gehen wir jetzt einfach mal durch. Haben wir es hier? Da drüben kann man es auf jeden Fall verstecken. Man kommt eigentlich noch ziemlich gut durch. Das andere finde ich auf jeden Fall schlimmerer. Auf der anderen Ebene, wo man kaum irgendwo durch kann, wenn man Pech hat. Schlechte Spawns bekommt. Boah. So, es geht aber noch irgendwo weiter. Oder? Oder hätte man einfach auch da durchgekonnt? Das will ich jetzt mal eben sehen. Ah, gehen wir hier hoch. Mal da an die Spitze. Ja, ich glaube, da wären wir noch hier rüber gekommen. So, das ist ziemlich einfach. No ammo will be consumed in 2 seconds when killing an enemy or destroying an item. Das ist sehr gut. Vor allem für unser Sniper, wenn wir da einen Killing Streak aufbauen. So, wir haben jetzt über 400. Dann können wir die Waffe auf jeden Fall upgraden. Also die Angelic Aura. Weil die Waffe ist jetzt schon gut dabei. Die will ich auf jeden Fall nicht ändern. Ich kenne jetzt noch nicht den Boss von der zweiten Ebene, aber ich weiß nur. Ah, ich kann eben schauen, ob. Scheiße, hätte ich schauen müssen, ob Kermit einen. Ja, Artefakt hat. Armor Capacity ist doubled, der ist natürlich auch super gewesen. Egal, zurückkommen wir nicht mehr. Das ist für alles too late. Einfach weiter. Das ist jetzt die vorletzte Ebene vor dem Boss, das heißt, wir sollten auf jeden Fall mal dafür sorgen, dass wir nicht allzu viel Leben verlieren. Schön safe spielen jetzt. So, Spawn. Da ist irgendwas, den kenne ich noch nicht. Oh, da oben patrouilliert jemand. Komm, geh nochmal ein bisschen weiter. Ja, ich mach das, komm. Ich mach das für dich. Ja, jetzt bin ich freundlicher. Holy shit, was kann der denn? Ah! Oh, was können die hier für Sachen? Die sind ja absolut fancy, Mann. So. Hat die Laser schon davor? Ich würde gerne mal die Kiste hier öffnen. Ja, kein Geld. Das wird schwer. Man kann theoretisch gesehen auch irgendwann wieder zu. Oh, hier ist nochmal ein Weapon Craftsman. Hier, das ist jetzt interessant, weil in die ersten Ebenen kriegt man die relativ selten. Also. Oh shit. Ich muss eigentlich erstmal hier hochgehen. Oh shit, hier sind auch welche. Ja, ist aber das Gute an der Waffe. Also, ist absolut Close Range Monster. So, geht es hier irgendwo zu einer besonderen Stelle? Hier ist eine unsichtbare Mauer. Da geht es weiter. Das heißt, kann sein, dass hier unten irgendwas ist. Oder auch mal so absolut gar nicht. Oh, Special Ammo nehme ich aber mit. Ich brauche noch ein bisschen was. Da ich den Boss nicht kenne, aber ich weiß, dass auf jeden Fall mehr Schaden bei Burning-Effekt macht. Muss auf jeden Fall gut anburnen und dann anjaxen. Im besten Fall im Sprung mit Headshots. So. Okay. Kann man auch nicht mehr zurück jetzt? Oh shit. Na? Der ist weg. Ah ne, das sind jetzt. Oh shit. Die haben jetzt so richtige Sniper-Schüsse, also so richtige HWP-Schüsse vor allem. Ah, komm.
Oh nee, nicht der schon wieder. Oh shit, boah, hab ich mich erschrocken. Eieiei. Wo ist sein Kopf, Mann? Ich habe absolut gar nichts. Das Problem ist, das Busch mal auf die Seite. Was jetzt nichts besser macht. Weil hier noch mehr. Hoch! Ich weiß nicht, was die Schwachstelle von ihm ist. Ich werde jetzt einfach mal. Wo muss ich die hitten? Das check ich halt noch nicht. Aber ich weiß noch nicht, wo die ihre Schwachstellen haben. Da habe ich wieder einen Crit mal gemacht. Ist das irgendwie an der Schulter? Oder auf den Händen? Hat auf den Händen sind eher so Schilde. Eieiei. Also in der letzten Ebene vor dem Boss kommt auch noch so eine Kacke hier. Hab da schon wieder irgendwo so eine. Okay. Ich will jetzt eigentlich mal vielleicht die Waffe mal benutzen und wirklich mal den Crit-Spot mal finden. Weil die fressen mir ein bisschen zu viel Ammo langsam. Ja. Weiß nicht. Das ist nicht der Kopf. Oder? Hab irgendwie zweimal Crits gemacht, okay. Hier ist noch Leben, wenn wir brauchen. Wild Hunt ist ein Shotgun. So, der ist schon mal weg. Der ist auch mal weg. So, erstmal einsammeln und gucken, ob wir irgendwo Cracks in der Wand finden. Und wir brauchen auf jeden Fall noch Munition am besten. Manchmal lieber damit kaputt. Da haben wir nochmal Muni ein bisschen. Da ist überall jetzt Leben gedroppt, Mann. So. Weiß jetzt nicht, ob oben noch was war. Aber ich glaube nicht. Hier haben wir auf jeden Fall weniger versteckte Wände gefunden, oder? Also keine versteckte Wände unbedingt, aber von diesen besonderen Wänden. Guck mal, man kann auch hier. Oh, man kann hier die andere Ebene schon sehen. Das ist nice. So. Jetzt geht's ja wieder los mit Snipen. Eieiei, eieiei, eieiei. Ich werde jetzt mal was Neues ausprobieren, dass ich einfach an den Typen. Oh. Ja, eigentlich würde ich an den Räumen ran pushen. So. Oh, nee. Ach, nicht der schon wieder. Mann. Ich weiß nicht, wo dein Schwachpunkt ist, Alter. Weiß nicht, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall nicht der Kopf.
Aber ist sie irgendwo am Kopf? Kann das sein? Ist das hier vielleicht der Rücken oder so? Oh ja, ist gar nicht gut gerade. Oh ja, wir sind gleich tot. Ja. Ja, ich bin sofort tot. Ja, ich könnte mich jetzt reviven. Boah, mache ich das? Ich glaube schon. Einfach nur für die Aufnahme doch. Wird das eigentlich, glaube ich, nicht machen jetzt. Obwohl ich ja gerne den Boss schon sehen würde, aber. Da irgendwo habe ich den gekrittet. Er ist nicht von hinten. Ist die Frage, kann er mich hier hitten? Wenn ich einfach noch hier stehen bleibe, oder ist er dafür zu dumm? Okay, der kann schießen natürlich. Oh, Scheiße. Okay, ich glaube, noch einmal könnte ich mich jetzt nicht reviven gleich. Deshalb muss ich wirklich jetzt langsam aufpassen. Okay, bei denen einfach laufen. Okay, der ist auch tot. Wir müssen auf jeden Fall zurück und drei Sub holen. Da muss man mal dran denken. Oh ne, da kommt noch einer. Mann, warum? Mann, ja, fuck! Scheiße! Ey, die sind voll kacke! Oh, da muss man auf diese, auf diesem Mark auf dem Rücken, diesen Kreuz ballern, das sehe ich jetzt erst. Oh, nee! Ma. Naja. Joa, da sind ein paar Stats, falls man sowas wissen muss. So, und jetzt kann man hier mit den 45, die waren eigentlich ja viel mehr, wir haben die ausgegeben, die waren über 100. Kann man sich jetzt hier was aussuchen? Hier oben gibt es, dass man diese Cracks kaputt machen kann, ganz normal Stats erhöhen, Muni-Kapazität und dann so bei dem Hero spezifisch Shield und Cooldown. Dann gibt es hier noch, dass man am Anfang andere Waffen ziehen kann, Granatenkapazität, bla bla bla. Ich glaube, ich nehme erstmal das hier, das. Ich habe 45, könnte vielleicht irgendwas aussuchen, was ein bisschen mehr anfordert als nur 35. Zum Beispiel hier Maximum Shield auf 20 bringen. Ja, ich glaube, das mache ich. Das ist auch eine ganz gute Sache. Was ist denn hier? Okay, ich habe das hier bekommen jetzt. Spray Weapon, Normal, Shoot Lightning Ray that spreads out from one target to another hit. Nice. Yes. So, jetzt hatte man da noch ein paar Sachen, die man erfüllt hat und. Ja, das war's eigentlich sogar. Man kann ja sich auch mal die Waffen anschauen. Mit den Stats. Oder zumindest mit den eigenen Stats eher. Hit Rate, Crit Rate, Kills und bla bla bla. Wahrscheinlich habe ich beim Sniper einen hohen, ja, eine hohe Hitrate. Was auch natürlich nur Sinn ergibt. Aber das ist auf jeden Fall meine Lieblingswaffe hier. Angelic Aura. Ja, und das war's dann mit Gunfire Reborn, ne? Dann danke fürs Zuschauen, würde ich sagen, und ja, bis zum nächsten Video dann, ne? Tschüss!